Hallo Welt, da sind wir wieder. Hinter uns liegt die Red Rocket Raststätte und wir gehen weiter. Wir joggen weiter Richtung Sanctuary Hills. Wir suchen für die Bruderschaft dort einen Netzwerkscanner. Und scheinbar haben wir den irgendwie. Oh, hier hat jemand was reingesteckt wieder. Aber nicht für uns. Da geht's schon los wahrscheinlich. Dass wir hier nirgendwo drankommen an unsere Sachen. Nirgendwo drankommen. Aha. Sturges. Sturges, erinnerst du dich noch an das Holoband mit den ganzen Instituten? Das brauche ich wieder. Ach ja? Sturges, erinnerst du dich noch an das Holoband mit den ganzen Institutsdaten? Das brauche ich wieder. Ach ja? Wieso? Was hast du vor? Die Stählerne Bruderschaft, wir sind ehrlich. Ich arbeite da an was für die Stählerne Bruderschaft. Sie wollen sich die Daten aus dem Institut mal ansehen. Hey, lass uns nicht einfach stehen. Sturges, erinnerst du dich noch an das Holoband mit den ganzen Institutsdaten? Das brauche ich wieder. Ach ja? Wieso? Was hast du vor? Nochmal die Stählerne Bruderschaft? Ich arbeite da an was für die Stählerne Bruderschaft. Sie wollen sich die Daten aus dem Institut mal ansehen. Die Bruderschaft, was? Ich hoffe, du weißt, was du da tust. Ja, bitte. Ich habe mir schon... Ja, bitte. Ich will nur ein bisschen handeln. Ja, aber hey. Er hat jetzt gar nichts. Schauen wir mal, ob vielleicht Gammelkala hier ist. In Sanctuary Hills. Und ja, wir wollen ja so ein paar Sachen vielleicht hier in unsere Kiste schmeißen. Wir sortieren nicht. Wir schmeißen erstmal alles hier in die Krimskramskiste. Die haben wir hier links. Nein, das wird leider nichts. Wir kommen wieder nicht an unsere Sachen ran. Die Siedlung ist kaputt. Die ist kaputt, kaputt. Vielleicht haben wir auch zu viele Leute hier irgendwie. Wir haben ja alle erstmal nach Sanctuary Hills geschickt. Dann Roboter. Ja. Kommt zu suchen mehr. Ja, das ist der Rüstungsständer, der da immer vor uns aufblinkt. Sightseeing machen wir ein andermal. Haben wir schon öfter gemacht hier. Wir sind hier schon mal durch die Siedlung gelaufen natürlich. Und als wir sie gebaut haben, hat man das ja auch alles gesehen, was wir hier gebaut haben. Wie man sieht, gar nicht so wenig hier in Sanctuary Hills. Ich hätte, wir kommen da nicht mehr an unsere Sachen ran. Die Siedlung ist kaputt. Übrigens die Abernathy Farm auch. Aber die Red Rocket, die ist nicht kaputt, soweit ich weiß. So verdammt hungrig. Ich hole mir vielleicht noch was zu trinken. Mach das! Schlecht am Getränkeautomaten zu arbeiten. Ja. Ja, habe ich schon erwähnt, dass ich in letzter Zeit arge Probleme mit den Aufnahmen habe. Ich glaube, mein Rechner macht es nicht mehr lange. Also deswegen bin ich schon zu Shadowplay umgestiegen. Fraps schafft ja auch nicht mehr viel. Also Fraps macht die Aufnahmen direkt immer richtig kaputt. Aber Shadowplay hat jetzt gerade auch beendet. Zum Glück wollten wir sowieso gerade nur schlafen gehen. Wir haben geschlafen und ja, das heißt für mich wieder schneiden. Und das Codieren dauert auch super lange jetzt mittlerweile. Ja, wie gesagt, ich fürchte, dass der Rechner nicht mehr lange macht. Das ist besser als Nuka-Cola. Probier's mal. Gut, geschlafen haben wir. Das nur am Rande. Und ja, ich habe schon gesehen, bei den ersten Folgen, bei der zweiten Folge, dass man das überhaupt nicht so gut vorher fängt es dann schon immer an zu ruckeln. Aber ich hoffe... Ja, jetzt haben wir so viele Folgen nahtlos hinbekommen. Ich hoffe, dass wir
Ja, so ein paar Sekunden, wenn die fehlen, ist vielleicht nicht so tragisch. Aber doch, ein bisschen schade finde ich das schon, dass das jetzt am Rechner liegt, dass die Aufnahmen immer so gecuttet, geschnitten werden mittendrin. Naja, mal sehen. So, anderes Thema. Es geht zurück zur Prytwen. Wir haben es nämlich geschafft. Wir haben Sturges, haben wir diesen Netzwerkscanner abluchsen können und jetzt geht es zu Proctor Ingram und wir geben ihm das Holoband, denn ich sollte Proctor Ingram das Holoband mit den verschlüsselten Institutsdaten geben. Ja, Sturges hat uns schon gewarnt. Hoffentlich wissen wir, was wir tun. Als ob wir jemals wüssten, was wir da tun. Ob wir noch einen Brahmin kaufen können? Ach, wir versuchen es gar nicht erst. Wir waren ja vor kurzem erst da, also brauchen wir das jetzt nicht nochmal auszuprobieren. Ja, zurück zur Prytwen. Wären wir nicht überladen und nur überladen sind, wären wir... Oh, wir können aber was essen. Das machen wir auch mal. Wären wir nicht im Überlebensmodus, könnte man wahrscheinlich die Schnellreise nutzen. Nun, wer unsere Folgen kennt, weiß, ich bin kein großer Freund von Schnellreisen. Ich erlebe immer ganz gerne, guck mir die Gegend an, guck, was hier so los ist. Wobei ich sagen muss, dass erschreckend wenig los ist hier in letzter Zeit. Nun, wir sind schon so oft hier durch das Commonwealth gezogen und haben hier ordentlich aufgeräumt. Und natürlich irgendwie. Ich frage mich, was anderswo wohl geschehen ist. Ist das Schicksal des Commonwealths atypisch, weniger extrem oder sogar noch ausgeprägter? Natürlich, irgendwann kommen die ganzen Kreaturen nicht wieder zurück. Wenn wir sie immer alle schön abmurksen, dann haben wir irgendwann mal unsere Ruhe. Und der Punkt ist hier so ziemlich erreicht. Viel gibt es hier nicht mehr zu entdecken. An Kreaturen, meine ich. Und Curry, ja, wir können ja mal woanders hin. Was heißt, viel gibt es nicht mehr zu entdecken? Zu entdecken schon, nur Kreaturen gibt es nicht mehr so viel. Oh, ja, das klauen wir mal lieber nicht. Ein Stündchen schlafen? Müssen wir wirklich aufstehen? Ich find's auch nicht gut, Curry, aber wir können hier sowieso nur 5 Stunden schlafen. Komm, es wird dunkel. Fleisch? Wer hat das da hingelegt? Hier vorne müsste, glaube ich, die Starlight Drive-In-Siedlung sein. Nein, das ist sie nicht. Aber ich dachte, wenn wir hier über den Hügel rüber gucken, dann sehen wir irgendwo Starlight Drive-In. Ha! Na, da ist aber jemand ganz schön von der Rolle. Nein, da ist es doch. Starlight Drive-In! Auch schon fertig bebaut. Soweit. Dekorationen fehlen überall noch so ein bisschen. Da können wir also nochmal uns richtig austoben. Wenn wir denn noch Bauplatz haben, wir müssen, glaube ich, überall dann die Größenbalken nochmal runterbringen. Wie, hier können wir mal richtig schlafen. Hier schlafen wir uns richtig aus. Ich laufe ungern in der Nacht rum, da sieht man nicht so gut. Hier vorne übrigens die Brücke, die rote. Unter der Brücke ist auch ein Punkt der Zufallsbegegnungen. Ich sage es, glaube ich, jedes Mal, wenn wir hier vorbeikommen oder überhaupt, wenn wir an einem Punkt der Zufallsbegegnungen sind, dann sage ich meistens auch, dass wir da so einen Punkt haben. Und jetzt, Curry, pofen wir erstmal. Aber richtig. Ja, liebe Welt da draußen, Starlight Drive-In. Das war eine Aktion, hier zu bauen. Wir haben hier eine riesige Fabrik gebaut mit allen Maschinen, die man da bauen kann. Wir gehen mal raus hier. Und die sollte auch funktionieren. Wie man sieht, sie funktioniert auch. Hier wird schon das Zeug irgendwie befördert. Und es fließt dann hier durch die Fabrik. 3-etagig, glaube ich, haben wir sie gebaut. Und das wird alles dann sortiert, aussortiert, einsortiert. Und ja, das Zeug, was eben hier nicht von den Fließbändern hüpft, das macht es aber manchmal. Gerade die großen Melonen, die verstopfen hier manchmal die Fließbänder werden verstopft von den Melonen. Aber ja, auch hier haben wir schon öfter eine Sightseeing-Tour gemacht und uns das alles angeguckt, alles nummeriert. Und ja, hier ist Plastik drin zum Beispiel. Ja, manchmal kommen auch so ein paar andere Sachen rein. Wie man sieht, aufbereitetes Wasser sollte doch jetzt bestimmt nicht hier drin sein. Hier Brennstoff ist hier drin. Und sogar, also wenn wir irgendetwas brauchen, naja, wir sind der General.
Also, wenn wir irgendwas brauchen, können wir hier hin und bekommen alles. Hier ist Dünger. Fließt gerade durch. Da hört man schon, wie es klingelt. Und da wird es dann eben zusortiert. Erstmal vorsortiert, dann geht es nach oben. Da wird es weiter sortiert, vielleicht ein zweites Mal vorsortiert. Und ganz oben haben wir dann, glaube ich, die Camps. In der Mitte sind, glaube ich, Lebensmittel. Und hier unten ist Schrott und sowas. Das wird alles aussortiert. Wir haben auch ein paar Herstellungsmaschinen gebaut hier. Aber die haben wir eher selten in Benutzung. Da muss man ja doch immer Zeug auch reinwerfen. Man hört schon, wie es bimmelt. Da oben wird also fleißig gearbeitet. Die Maschinen funktionieren. Und das hier sieht mir jetzt gar nicht so verbunden aus. Aber ich glaube, nee, wir haben das schon alles kontrolliert. Das funktioniert schon alles. Auch wenn die nicht verbunden sind, das funktioniert. Keine Sorge, alles ist gut. Ja, und hier sieht man, boah, das Wasser. Natürlich, Wasser über Wasser. Ja, das wird dauern, bis das alles durchgelaufen ist hier. Und nochmal, ab und zu springt natürlich, wie es auch im wahren Leben so ist, ab und zu springt mal was vom Fließband, ist aber nicht weiter schlimm. Der Großteil wird sortiert und wir gehen mal gucken, ob wir vielleicht Wasser so hier einpacken können. Wasser ist ja immer ganz... Eine Händlerin in der Nähe und aufbereitetes Wasser, ja, können wir hier mal rausnehmen. So, den anderen ganzen Krempel, der ganze andere Krempel, der wird rausgesaugt und zwar direkt hier aus der Werkstatt. Das glaube ich auch relativ selten, dass das funktioniert. Oder kann man das nicht? Aber hier haben wir es auf jeden Fall gemacht, so dass die... Dass die Sachen hier also direkt aus der Werkstatt rausgezogen werden. Ja gut, die Kronkorken können wir auch mal rausnehmen. Sonst geht das immer einzeln durch. Dünger eigentlich, naja, Dünger lassen wir mal drin. Aber die Kronkorken, die nehmen wir mal raus und dann sieht man, hier wird alles rausgesaugt direkt aus der Werkstatt und kommt aufs Fließband. Hier vorne haben wir ein paar Felder und da fließt eben das Fließband vorbei. Das heißt, die Leute, die da sammeln, die können direkt hier die Sachen auf die Fließbänder legen und dann wird es eben sortiert oben. Gut, mehr wollen wir hier eigentlich gar nicht tun. Wir haben Wasser gesammelt, wir haben Kronkorken mitgenommen und die Maschinen sollten laufen. Ja, da haben wir gemerkt, dass hier die Kronkorken immer durchfallen. Deswegen haben wir hier dann nochmal so ein Zwischenfließband hingebaut. Und es kommen, ja, Kronkorken kommen durch. Manchmal fällt auch so ein Mais oder Kupfer durch. Dünger ist auch schon mal runtergefallen. Ja, da sieht man es. Ja, das fällt hier eben durch. Vorher hatten wir mal eine Badewanne da drunter stehen, damit das alles aufgesammelt wird. Aber so ist es angenehmer. Läuft alles automatisch. Das Schöne am Contraptions Workshop, liebe Welt da draußen. Den habe ich ja so, den liebe ich ja immer noch. Finde ich großartig. Gute Erfindung. Ach, ich würde gerne schlafen gehen, aber wir riskieren es einfach mal. Drumlin Diner, liebe Welt da draußen. Wir gehen hier handbetrieben am Drumlin Diner. Geht es allen gut hier? Ja, sogar Wolfgang hat mich gezogen. Der lebt sogar noch bei uns. Danke, dass du uns mit Trudy geholfen hast. Gut gemacht. Genau, Trudy. Wir setzen auch gar nicht. Der Laden hat geöffnet. Oder doch. Was willst du? Wir setzen unsere Mütze auf. Unseren adretten Gentleman setzen wir mal auf. Denn wir haben ja ein bisschen Wasser gesammelt. Vielleicht bekommen wir hier noch ein paar Kronkorken. Und mit Sicherheit können wir auch ein paar Sachen verkaufen, die wir dabei haben. Adretter Gentleman. Charisma 2. Hallo. Wenn du handeln möchtest, nur zu. Ja, dann handeln wir doch. Zeig mal, was du so hast. Alles Bergungsgut, aber kein Schrott. Gut, gut, gut. Mal sehen, wir brauchen ja auch noch 45er Munition. Ja, so bei den Waffen wird sie kaum was für uns dabei haben. Und saubere Postbotenuniformen haben wir auch schon super lange nicht mehr gefunden. Ja, hier könnte man natürlich auch gut zuschlagen, finde ich, also essen. Aber wir haben im Moment wirklich genug zu essen. Haarklammern haben wir eigentlich auch, brauchen wir auch nicht. Das wäre rausgeschmissenes Geld. Und wir nehmen hier natürlich den ganzen Schrott mit, den sie da hat. Ja, da sieht man es. 5000 Kronkorken hat sie bekommen von uns. Wir nehmen hier auch mal die 45er mit. Und sind dann fertig damit erstmal. Oder hat sie, Moment, hat sie Brennstoff zufällig? Nein, hat sie nicht. Also bestätigen wir den Handel und verkaufen mal, was wir so unterwegs alles gefunden haben.
Und das Zeug, das wir also nicht brauchen jetzt. Vielleicht werden wir etwas leichter dadurch. Vor allem sollten wir aber, ja, Munition verkaufen wir auch erstmal. Und vor allem sollten wir dann aber unser Wasser loswerden. Das wiegt ganz schön. Aufbereitetes Wasser. Und dann haben wir noch etwas Jet Boost. Wir nehmen das mal an hier. Kein Trinkgeld. Kein Tipp. Okay. Weiter geht's, Curry. Können wir hier irgendwo schlafen? Wohl eher nicht. Mich wundert's, dass wir jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr die Händler aus Bunker Hill, also Cricket und Gammelkala und so weiter, dass wir die schon lange nicht mehr getroffen haben. Wir werden jetzt aber mal zum Haus gehen, das Haus der Zufallsbegegnungen. Da haben wir sehr viele Klasse 4, Stufe 4 Händler gefunden. Dort oben ist es ein bisschen im Nebel. Also hier vom Drumlin Diner einfach die Straße runter Richtung Diamond City und dann die erste Abfahrt rechts. Ist das die erste Abfahrt? Ich glaube ja. Hier kann natürlich auch mal was Gefährliches lauern. Und ich sehe schon, diesmal ist nichts da, oder? Nein, diesmal ist nichts da. Keiner da. Also auch das ist randomisiert. Wir haben hier schon öfter mal die Ärztin gefunden. Zum Thema Ärztin vielleicht ganz kurz noch. In Far Harbor ist es ja so, dass man dort zwar Krankenstationen, Erste-Hilfe-Stationen und so aufbauen kann in seinen Siedlungen, aber man kann sich dort nicht heilen lassen. Jetzt, wenn man diese Stufe 4-Händlerin, die Ärztin hier findet, die kann man nach Far Harbor schicken und dann hat man in den Siedlungen wenigstens sie. Sie kann einen dann nämlich heilen, nur so am Rande mal. So hat man dann die Möglichkeit, auch in Far Harbor noch eine Ärztin zu haben, die einen heilen kann. Jetzt habe ich das, glaube ich, dreimal gesagt. Dreimal das Gleiche, nur irgendwie anders formuliert, oder? Ja, wo gehen wir denn lang? Also ich bin dafür, dass wir hier Richtung Grey Garden erstmal gehen und dann gehen wir schon am Fluss entlang. Mal sehen, ob wir Grey Garden jetzt noch erreichen. Oh, den Hut brauchen wir nicht unbedingt. Die Haare wollen vielleicht auch mal etwas Luft und Sonne. Vielleicht wachsen sie dann etwas schneller. Ah, dann bräuchten sie Wasser. Okay, Regen muss nicht unbedingt sein. Na, funktioniert das so mit den Haaren? Hier war doch auch irgendwas Interessantes. Ich glaube, das Red Kakerlakenhaus. Also jetzt haben wir vor kurzem wahrscheinlich hier erst aufgeräumt, aber hier findet man viele Red Kakerlaken. Ja, doch, da ist eine. Ja, wir brauchen aber im Moment... Aber wir müssen ein bisschen aufräumen. Curry, wir machen das Commonwealth sicherer. Unsere letzte Station hier in dieser Folge, das Red Kakerlakenhaus, wie ich es immer ganz gerne nenne. Aha. Ja, und gelernt haben wir dann auch noch dank Curie ein bisschen was. Schlafen können wir hier aber auch nicht. Wir sind aber am Ende der Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wären die Insekten doch nur nicht so gefressig, dann ließen sie sich viel leichter untersuchen.